Appetit auf Neuigkeiten? Da haben wir vom Mergelsberg Verlag jede Menge zu bieten. Tag für Tag bekommen die Leser von uns ein Infomenü frisch auf den Tisch. Mit Sorgfalt zubereitet, unterhaltsam, überraschend. Nachrichten aus der Heimat und aus aller Welt. Mit der Borkener Zeitung erreichen wir 50.000 Leser in Borken, Heiden, Rasfeld, Reken und Velen. Bei Wind und Wetter, jeden Tag. Wissen, was los ist im Ort. Die BZ liefert Ihnen Hintergründe und Gesprächsstoff. Wir setzen Themen, fragen nach und bleiben dran. Wir decken Missstände auf und würdigen, was gut läuft. Wir sind traditionsbewusst und hochmodern, denn unsere Nachrichten gibt es natürlich auch im Netz und als App. So bleiben wir auch in Zukunft, was wir seit fast 150 Jahren sind, die Zeitung. Ein Stück Heimat und regionale Identität. Seit rund 30 Jahren ist der Stadtanzeiger Mitglied der Mergelsberg-Familie. Die informative Wochenzeitung kommt kostenlos jeweils mittwochs und samstags heraus. In unzähligen Haushalten der Region ist der Stadtanzeiger mit seinem ausgeprägten Serviceteil und den vielen Freizeittipps ein unverzichtbarer Begleiter im Alltag. Für Genießer serviert der Mergelsberg Verlag Mokka. So lautet der Titel unseres Magazins, das die Leser mit schönen Reportagen aus der Region und einer stilvollen Bildsprache erfreut. Die Mokka-Redaktion präsentiert die lebens- und liebenswerten Seiten des westlichen Münsterlandes. Das Magazin erscheint monatlich und liegt in zahlreichen Geschäften in Borken und Umgebung für Sie aus. Auf Wunsch kommt die Mokka als Abo auch direkt zu Ihnen nach Hause. Gesucht, gefunden und gebucht. Wir zeigen Ihnen die Welt. Nicht nur mit und in unseren Medien, sondern auch live an Ort und Stelle. Unser Ticketcenter am Borkener Marktplatz lädt Sie zu exklusiven Leserreisen in Deutschland, Europa und Übersee ein. Damit nicht genug. Im Ticketcenter erhalten Sie Eintrittskarten für Veranstaltungen aller Art. Ob Konzerte, Theater oder Events. Bei uns bekommen Sie die besten Plätze. Wir sorgen nicht nur für News in Wort und Bild, sondern auch für bewegte Bilder und zugleich bewegende Momente. Borio TV, unser Web-TV, produziert täglich Filmbeiträge aus der Region für die Region. Ein Brand am Dienstagabend in einer Palettenfirma in Burlo hat einen Sachschaden von rund 250.000 Euro verursacht. Interviews, Umfragen, harte Fakten.
Unsere Videoreporter haben den Dreh raus und sind mit Kamera und Mikro immer hautnah dabei. Mergelsberg ist das führende Medienhaus in der Region. Mit unseren 70 Verlagsmitarbeitern und rund 300 Zeitungszustellern sind wir eine feste Größe im Westmünsterland. Als Familienunternehmen in fünfter Generation ist der Verlag bereits in der Zukunft angekommen. Mit unserer Erfahrung und steten Innovationsbereitschaft nehmen wir die Herausforderungen an. Wir sind auf allen Kanälen für Sie da. Wir sind der Mergelsberg Verlag.